Hallo Freunde und willkommen wieder zurück zu Twilight Princess. Im vorigen Part habe ich die Bergruine betreten, also quasi Dungeon Nummer 5. Und von der Frau des Yetis habe ich eben einen Hinweis bekommen, wo sich der Schlüssel zu ihrem Schlafzimmer befindet, in den sie den Schlüssel reingetan hat, um ihr Schlafzimmer zu öffnen, wo sich nämlich die zweite Spielscherbe befinden soll. Boah, und na klar, wir gelangen in einen Hinterhalt. Denn diese Gegner hier sind ganz und gar aus Eis. So, und greifen mich vor allem mit Eisspeeren an. Die greifen auch ziemlich gerne aus der Ferne an, indem sie nämlich diese Eissperre werfen. Aber dazu wird es nicht kommen! Und tschüss. Das war's. So, alle Türen wieder geöffnet. Dann gehe ich jetzt hier in das kleine Nebenzimmer und öffne diese Schatztruhe. Und ich bekomme einen Kürbis? Du erhältst einen Ordon-Kürbis. Dieser Kürbis stammt aus deinem Heimatdorf Orlon. Alter, will mich die verarschen? Was ist denn... Was ist das? Das gehört doch hier ganz sicher nicht hin. Sollten wir nicht noch einmal zurückgehen und schauen, ob sie sich erinnert, wo der Schlüssel ist? Na, das wird wohl besser sein, weil hier ist er jedenfalls nicht gewesen. Das war gerade ein Griff ins Klo. Oder besser gesagt, ein Griff in den Kürbis. So, hier kann ich jetzt wieder an den Kisten entlang klettern. Hier könnte ich eigentlich sogar schon ganz nach oben. Und hier hätten wir einen Block, den ich aber so eh nicht verschieben kann, oder? Nee. Genau, da muss ich nämlich von der anderen Seite kommen, da muss ich von der Tür da drüben kommen und später kann ich den Block dann hier runterschieben und habe dann quasi eine Abkürzung. So, jetzt muss ich erstmal wieder zu der Fetten zurück und ihr sagen, dass das so überhaupt nicht geht, weil ich nur einen dämlichen Kürbis gefunden habe. So, Moment mal. Mit diesem Kürbis kann ich was anderes machen, und zwar indem ich mit ihm hier spreche. So, der schnüffelt auch schon so ganz komisch. So. Hallo? Kann ich mit dir reden? Ich will dich anquatschen. Komm schon. Ah, jetzt geht doch. Welches Aroma wäre wohl am besten? Hm? Kürbis! Hast du einen Kürbis? Autsch, hey Mann! Sei doch nicht so brutal! Ah, ein Kürbis! Gleich mal voll in die Suppe getunkt. Danke! Probier doch mal! So, jetzt gibt's hier Kürbissuppe, die würde mir dann 4 Herzen auffüllen. Sieht man auch an dem, dass hier Kürbis drin liegt und sie schon schön orangefarben blubbert. Aber danke, kein Bedarf. Weil ich habe, wie gesagt, sowieso ein blaues Gelee und daher habe ich hier Lampenöl und eine Fee und obwohl ich könnte eigentlich... Moment mal. Ich mache das mal so, ich werde meine Lampe mal komplett auffüllen. So. Die einzige Vorstellung, die ich ziemlich eklig finde, ist, dass jetzt Link eine leere Flasche verwendet, in der vorhin Öl drin gewesen ist. Lampenöl. Wohlgemerkt. Und jetzt füllt er da Suppe rein, die er dann trinkt. Finde ich eigentlich ziemlich eklig, aber es ist und bleibt nun mal ein Videospiel und da ist alles möglich. So. Du füllst normale Suppe in deine Flasche. Sie riecht süß nach Kürbis. Genau, trinke sie, um 4 Herzen wieder aufzufüllen. Wenn der Kürbis noch nicht drin wäre, dann wäre das nur dünne Suppe, die eben Fischgeschmack hat und nur 2 Herzen auffüllt. Aber ich kann die später noch ein weiteres Mal verfeinern und dann füllt sie 8 Herzen auf. So, das ist quasi wie rotes Elixier, nur halt etwas anders. So, aber jetzt gehe ich wirklich mal zu der dicken Frau ohne Arme. Zumindest bin ich der Ansicht, dass sie keine Arme hat. Jetzt frage ich mich eigentlich, wie die Suppe essen soll. Vielleicht wird sie ja von ihm gefüttert. So. Hast du ihn gefunden? Nee, aber ein Kürbis. Hm, ein Kürbis? Wie kommt der denn hierher? Ja, das weiß ich auch nicht. Hm, wo kann er denn nur sein?
Vielleicht in diesem Zimmer dort. Hier, wo ich das Zeichen gemacht habe. Was heißt hier vielleicht? Ich hätte gehofft, du sagst sicher. Würdest du bitte noch einmal nachschauen? Bleibt mir nichts anderes übrig, aber jetzt hat sich da drüben eine weitere Tür geöffnet. So, jetzt bin ich wieder hier draußen. Aber diesmal auf der anderen Seite. Und hier sind schon wieder diese Schneewölfe. So, dann verwandle ich mich besser mal selber wieder in einen Wolf. So, da kann ich sie nämlich besser angreifen. Vor allem, weil ich mich schneller fortbewegen kann. Boah, die halten ja wirklich ziemlich viele Treffer aus. Boah. Eins. Und bleibst du stehen. Hey, bleib stehen! Na klar, da kommt noch ein dritter. Und ich wollte sagen, zwei. Egal. Wow, oh mein Gott, Eisatmergefahr. Die gibt es in dem Spiel auch, sehen aber ganz anders aus als früher. So, komm her. Und Mann! Komm schon! Und zack! Und nimm das! Und das war's für dich. Oh, cool, 20 Rubine. So. Ja, in Ocarina of Time gab es zwar auch Eisatmer, aber da waren die ziemlich klein und hier sind sie ziemlich groß und sehen auch ganz anders aus. Und wenn ich mich denen nähere, dann, ja, atmen sie eben einen eiskalten Atem aus und der kann mich auch einfrieren. Und hier hätten wir wieder eine Kanone. Aber was braucht eine Kanone? Richtig, eine Kanonenkugel, die wir noch nicht haben. Aber hier gibt es wenigstens eine Tür und ich wage mich zu erinnern, dass ich hier, glaube ich, auch irgendwie etwas ausgraben kann. Aber ist egal. So. Hä? Moment mal. Ah, ja, genau, ich weiß schon. Hier ist ja die Tür zu. Aber ich kann hierauf klettern. Und was soll das werden, Link? Würdest du bitte hierauf klettern? Danke. So. Und jetzt kann ich wenigstens durch diese Tür. Ich muss es mir mal wieder umständlich machen. So. Und hier haben wir schon wieder eine Kanone und weitere Eisstachler. So, die werde ich gleich erstmal alle verprügeln. So, und hier haben wir schon mal eine Kanonenkugel. So, die ist aber nur für die Kanone hier drin. So. Aber hier gibt es ja noch... Hier gibt es ja noch mehr von diesen Viechern. So, ja, die prallen übrigens nicht nur von Wänden ab, sondern auch voneinander, wenn die sich treffen. Sind, ja, genau, die können mich, wie gesagt, eben einfrieren, sind nicht sonderlich gefährlich, aber einfach nur lästig. Mann, hier sind ja noch mehr von euch. Oh, komm schon! Pisst euch mal! Mensch, geh doch einfach sterben! Und tschüss! So, das war's, glaube ich, jetzt. So, hier hätten wir eine Kanone und eine Notiz. Bedienungsanleitung, Kanone. Führe als Kugel, setze Bomben, entzünde. Ja, das ist ein bisschen abgerissen, der Text, aber ich weiß, wie es funktioniert. Erstmal muss ich die Kanone in Position drehen. So. Dann brauche ich natürlich eine Kanonenkugel, weil mit irgendwas muss ich ja schießen. So, und die war ja jetzt hier drüben irgendwo. Genau hier. Wesley stark. So. Besagte Kanonenkugel wird jetzt in die Kanone eingesetzt. Was ja bis dahin noch logisch erscheint. So, hier raufsteigen und laden. Genau, Kanone ist geladen. Und jetzt, um die Kanone allerdings zu zünden, brauche ich eine Bombe. Die, genau, gebe ich jetzt auch hier rein und jetzt... Kabum! Kanonenkugel abgeschossen und Eis ist total zerballert worden. Und jetzt, kann ich durch diese Tür hier gehen. So, Kanonenkugeln kann ich natürlich nicht mitnehmen, weil Link nicht wirklich die Kanonenkugel mal einfach so unter seinem Arm klemmen kann und dann die Tür öffnet. Das geht nicht. So, und hier sind schon wieder ganz, ganz viele Gegner. Und was mache ich eigentlich mit Wasserbomben? Die brauche ich hier überhaupt nicht. Aber dafür meinen Bogen! Und hier sind noch mehr von euch. So, die kann ich, glaube ich, auch mit den Pfeilen abknallen.
Genau, dann schubs ich sie ganz einfach runter. So. Genau, hier haben wir jetzt eine kleine Truhe und eine große Truhe. Aber ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. So. Ganz vorsichtig. So, Moment mal, kann ich hier rüber? Nee. Wenn ich da versuche rüber zu hüpfen, glaube ich, dann falle ich runter. Das wäre not so good. So, wow, genau, hier ist es auch ziemlich rutschig an diesen weißen Stellen. Hier sind noch mehr Polarflatterer. So, Moment mal. Aber ich kann hier rüber hüpfen. Und kann hier rüber hüpfen. So, und jetzt kann ich mal diese Truhe öffnen. Mit 20 Rubinen. Okay. So, und jetzt kann ich diese Truhe hier öffnen. Und darin finden wir den altbekannten Kompass. Ganz genau. So, und soweit ich weiß, sind die roten Punkte auf meiner Karte Kanonenkugeln. So, genau. Wenn man das hier vergrößert, werden ja auch Schatzzonen angezeigt. Und rote Punkte sind eben Kanonenkugeln. Dann haben wir eben noch die rote Zielmarkierung, wo sich jetzt hoffentlich der Schlüssel drin befinden soll. Ja, da muss ich jetzt auch irgendwie hin. So, Moment mal. Genau, ich brauche ja eigentlich immer noch einen kleinen Schlüssel für diese eine Tür. So, die Lampe brauche ich hier auch nicht, aber ich brauche meinen Greifhaken. So, und zwar kann ich mich hier wieder ganz fein an diese blauen Dinger hier ranziehen. So, gut, weitere Sachen gibt es in dieser Etage nicht. Das heißt, ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder zurück. So. Mann, ihr seid ja schon wieder hier. Seid so lästig. So. Gibt's noch eine andere Tür? Oder, Moment mal. Hä? Nee, Moment mal. Von da bin ich doch gekommen. So, die Kanone kann ich ja eh nur da lang drehen. Mensch, Link, du läufst wie ein Besoffener. So. Ja, ich kann sowieso nur wieder hier zurück. So. Jetzt bin ich wieder hier. Und habe immer noch keinen Schlüssel. Das ist doof. So, und ich glaube, die Schneewölfe sind auch wieder da, oder nicht? Die kommen sicher gleich wieder aus dem Boden raus. Wenn das stimmt. Genau, das seid ihr ja wieder, ihr Mistviecher, ihr Blöden. So. Wartet, ich krieg euch. Wow, Eisatmer, Vorsicht. Oh, dann kommst eben du dran. So, komm her, und zack. Und Mensch, was soll das denn? Komm her, und zack. So, und zack, und tot. Und du bist auch gleich tot. So. Lauf nicht immer weg von mir, du feige Sau. Vorsicht auf deinen eisigen Atem. Und zack. So, aber ich glaube, hier ist ja wirklich was vergraben. Genau, mit meinem Gespür kann ich wenigstens dunkle Flecken sehen. Ah, und hier haben wir auch schon eine weitere kleine Schatzkiste. Ja, und da ich ja jetzt den Kompass habe, wird mir die hier sowieso angezeigt. Das heißt, das ist so oder so verdächtig. So, ich glaube, ich muss ich nicht noch tiefer graben? Nee. So, und hier drin ist doch endlich der kleine Schlüssel, damit ich diese Tür hier öffnen kann. So. Und hier hätten wir endlich mal Kanonenkugeln. So, und da drüben haben wir noch einen Block, aber den kann ich auch wieder nur verschieben, wenn ich aus der anderen Richtung komme. Und da oben haben wir noch eine Leiter. Und ganz dort oben sitzt ein weiterer Eisatmer. Also hier kann ich nicht lang gehen, aber hier kann ich diesen Hebel greifen. So. Die Entwickler haben das ja ziemlich schlau gemacht. Kanonenkugeln kann ich zwar nicht durch Türen mitnehmen, aber sie haben diese Vorrichtungen entwickelt, indem ich jetzt hier den Hebel runterziehe und hier eine Kanonenkugel drauflege und auf die andere Seite gehe und den Hebel wieder nach unten drücke, kommt
die Kanonenkugel zu mir. Und jetzt kann ich sie in diese Kanone hier reingeben. Die ich allerdings jetzt noch drehen muss. So, Kanone geladen. So, und wieder turn around. Und noch einmal turn around. So, und zwar richte ich die Kanone jetzt auf diesen fiesen Eisatmer, den ich jetzt einfach voll zersmashen werde. Und BAMS! Jawohl, und jetzt kann ich auch die Tür öffnen, die er bewacht hat. Und hier sind schon wieder... hier sind schon wieder Eisatmer. Nein, geh weg! Diese klärischen Eisstachler. So. Jetzt bin ich quasi einen Raum wieder mal vor dem Ort, wo sich der Schlüssel befinden soll. So, hier haben wir noch zwei Statuen und das sieht mir hier aus wie ein Lager. Hier sind lauter Kanonen drin. Also vielleicht war das hier früher mal ein Stützpunkt, keine Ahnung. Oder der Typ, der hier früher mal gelebt hat, war ein Kanonen- und Rüstungsliebhaber. Was zum... Oh nein, das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Pass auf! Oh mein Gott! Wer ist das denn? Oh mein Gott, das sieht echt gefährlich aus. Und er schwingt einen riesigen Morgenstern. Oh mein Gott. Ja, Freunde, das hier ist der Zwischenboss der Bergruine und dem muss ich jetzt unbedingt ausweichen, bevor er mich mit dem Morgenstern trifft. Ich kann mich wenigstens hier an der Decke festhaken und mich... Autsch, kann mich hier rüberziehen oder er trifft mich. So, wenn er den Morgenstern auswirft, ganz schnell zu ihm hinrennen und in seinen Schwanz schlagen. So, autsch, ja, der zieht mir auch ziemlich viel, ziemlich viele Herzen ab, wenn er mich trifft. So, am besten... Sicher ist man auf der anderen Seite. So, na los, komm her. Komm her, komm her. Und tschüss. Edge, Badge. Wow. Oh, verdammt, auch noch getroffen. Arschloch, du blödes. Mensch. Oh. Ah, na toll. Nicht getroffen. Ich hasse dich. Bist scheiße. Oh, na komm. Triffst mich ja doch nicht. Und jetzt schnell wegziehen. So, jetzt hast du mich aber verfehlt. Und jetzt voll in deinen blöden, dämlichen Arsch. Zack. Wouch. Oh mein Gott. So, na warte. So, ich glaube, der wirbelt das Ding auch, glaube ich, immer schneller, je mehr Schaden er nimmt. So, na komm. Und zack. Oh, verdammt nochmal! Was soll denn das? Blödes Arschkind. Na los, wirf das Ding endlich mal! Du wirfst dir... Ah, na endlich, so. Und das war's gleich für dich! Mann! Mann, ey! Der lebt ja immer noch! Mann, wie viel hält denn der aus? Oh mein Gott, ich glaube, ich brauche wirklich mal meine Suppe. Bevor ich hier noch abkratze. So, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste, sagt man ja immer. So, wow. Du kriegst mich nicht. Nochmal. So, aber... Jawohl, wenn ich dich jetzt treffe, dann bist du aber garantiert im Arsch. So. Und das war's für dich. Und du bist tot. Weil du eine verdammte Missgeburt bist. Und ein Fettsack in einer Rüstung obendrein auch noch. Jawohl. So, er ist tot. Aber der Morgenstern ist noch da und den kann Link jetzt verwenden. Ganz genau. So, die Türen öffnen sich wieder. Du erhältst den Morgenstern, eine riesige Eisenkugel von enormer Zerstörungskraft. Genau, und Legend of B. Durch Drücken von B entfaltest du seine Zerstörungskraft. Ja, der Morgenstern ist auch ein neues Item in Twilight Princess, weil es gibt in Twilight Princess nämlich leider keine Feuer- und auch keine Eispfeile, aber dafür halt den Morgenstern und den kann ich auch gleich hier mal einsetzen, weil mit dem kann ich nämlich das ganze Eis hier zertrümmern. So. Ja, und ich kann hier glaube ich auch sogar die ganze Einrichtung kaputt machen, größtenteils.
Genau, ich kann Rüstungen zerstören und auch die Fässer hier. Kann ich alles kaputt schlagen. So. Ja, ein Treffer. Ey, was macht denn hier eine Eisknochenfratze? Wow, mein Gott, seht ihr das? Ein orange Rubin. 100 Rubine ist der wert. Der war, glaube ich, jetzt in einer dieser Rüstungen drin. Weil mit einem Treffer sacken die nur in sich zusammen, aber mit dem zweiten Treffer sind die dann komplett kaputt. So, und manchmal finde ich eben da drin noch was. Aber erstmal die Truhe öffnen. Oh nee, ne? Du erhältst Ordaner Ziegenkäse. Dieser Käse wird aus der Milch von Ordaner Ziegen hergestellt. Was soll denn das? Schon wieder nicht der Schlüssel. Schon wieder etwas zu essen, war doch klar. Die war so unsicher, da musste es ja so kommen. Naja, egal. Vielleicht fällt dir doch noch etwas ein. Gehen wir zurück. Oh Mann. Wieder nicht der Schlüssel, den sie mir versprochen hat. Die kann sich echt nicht erinnern. Das heißt, ich muss nochmal zu der Fetten zurück. Dir mal gehörig die Meinung sagen, weil... Ich weiß auch nicht, die irgendwie hat die durch ihr Fieber Gedächtnisschwund oder irgendwie so. So, Moment, ich verwandle mich mal in einen Wolf. So, und ihr könnt mich mal komplett... Moment mal. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe jetzt den Morgenstern. Jetzt kann ich euch erstmal schön auf die Fresse geben, wenn ich will. Zack, mit dem kann ich natürlich auch schön angreifen. Und ich kann auch hier das ganze Eis zerstören. So, schön rumgewirbelt und zack. Hier ist noch eine kleine Truhe. Mit 5 Bomben. Na, kann ich ja brauchen, später für die Kanonen. Die werde ich trotz alledem noch immer brauchen. So, und zack, bumm. Jawohl, so schaut's aus. So, ich glaube, ich muss sowieso wieder hier rein. So. Genau. Mann. Das war schon wieder die falsche Info. Oh, Link, hast du ihn? Was, ein Käse? Ob ihn wohl mein Mann weggeräumt hat? Hm, wo habe ich ihn nur hingetan? Verzeih, es will mir einfach nicht einfallen. Bring doch erst einmal den Käse zu meinem Mann. Vielleicht fällt es mir in der Zwischenzeit ja ein. Ja, das wäre auch gut für dich. So, wo war denn der Typ? Ich glaube, der war hier, oder? Jupp. So, der Käse kommt nämlich auch in die Suppe. Hm, da fehlt noch das gewisse Etwas. Hm, ist gut. Was hast du denn da? Boah, schon wieder voll brutal umgeworfen. Oh, genau das hat mir für die Suppe noch gefehlt. Jetzt muss sie nur noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. So, jetzt bekomme ich die beste Variante der Suppe, die am meisten Energie wiederherstellt. Du füllst Luxussuppe in deine Flasche, geschmacklich abgerundet durch die Zugabe von Käse. So, genau, ein Schluck füllt jetzt 8 Herzen wieder auf. Also genauso viel wie ein rotes Elixier. Kann ich eigentlich auch gleich mal machen. So, ich war sowieso etwas low by energy. So, und ich kann mir hier so oft nachnehmen, wie ich will und muss dafür auch nichts bezahlen. Gut, Freunde, den Morgenstern habe ich und Luxussuppe habe ich auch in der Flasche. Dann werde ich auch diesen Part mal beenden und ich hoffe, dass sie sich im nächsten Part endlich daran erinnern, wo sie diesen gottverdammten Schlüssel hingeräumt hat. Also, wir sehen uns das nächste Mal, Freunde. Ciao!